Ja, liebe Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Nintendogs. Unsere beiden Welpen, Yorkie und Mali, dürfen sich heute über einen neuen Spielkameraden freuen. Wir holen uns einen dritten Welpen und ja, ich habe da schon ein bisschen überlegt, was ich dieses Mal machen möchte. Zuallererst, es wird ein Weibchen sein, weil ich habe hier schon zwei Jungs. Die brauchen auf alle Fälle mal ein bisschen Manieren, das merkt man da mittlerweile auch, weil die sind ja so dermaßen verspielt. Deswegen, ich hoffe mal, dass da eine junge Dame vielleicht, ich sag mal, für ein bisschen Anstand hier bringen könnte. Vielleicht schafft es doch der Mali heute eventuell auch noch endlich in die Meisterschaft aufzusteigen, ne? Bei den Gehorsamkeitstests. Wäre zumindest nicht schlecht. Ja, Leute, ich hab's doch mit Cheatcodes probiert, dass ich die Trainerpunkte hochschraube und es ist bei 10.000 stehen geblieben. Ich weiß nicht warum. Also da stand bei den Cheats immer so, ja, die volle Anzahl an Trainerpunkte. Ja, im Endeffekt war es 1 vor 10.000 immer. Ich habe das jetzt mit einer kurzen Gassi-Runde kurz auf 10.000 hochgehoben. Und ja, das bedeutet, wenn ich wirklich das letzte freischalten muss, entweder muss ich gucken, dass ich wirklich einen guten Code finde, oder ich muss wirklich andere Tricks anwenden. Bedeutet, dass ich das Tablet laufen lasse beim Putzer. Sprich, ja, da wird dann pro Minute, glaube ich, immer so ein Trainerpunkt dazu und das muss ich halt eine längere Zeit machen. Ich hoffe nicht, ich werde mich da nochmal umgucken. Jetzt aber erstmal geht's zum Zwinger. Ja, bei 10.000 schaltet man tatsächlich schon ein paar Sachen frei von den Hunderassen. Unter anderem ein Chihuahua. Ich glaube, der Sheltie ist neu, den hatte ich vorher auch nicht. Ja, und der Welschkorgi, der ist auch neu. Und eine Sache noch, ganz wichtig, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Und zwar, wenn man auf Ansehen drückt, kann man sich dort mit drei Hunden befassen. Diese Hunde stehen nicht zum Verkauf, aber du kannst jederzeit mit ihnen spielen. Schaut mal auf die Namen von denen. Das sind die drei Beispielhunde, tatsächlich. Also die, wenn man zum Beispiel jetzt ihm den Hund einen Namen geben will, dann sagt er immer so als Beispiel Bello, Waldi, Betty und das sind die drei hier. Mann, aber der kleine Zwergdackel, der wäre auch ganz lieb, ehrlich gesagt. Ach, schade, dass wir den noch nicht haben. Allgemein, gewisse Sachen schalten sich erst bei 40.000 frei. Das ist abnormal. Ja, und ich habe ein bisschen überlegt, welchen nehmen wir? Ich wollte zuerst wirklich eine Lanze brechen und die Handtaschenratte nehmen, also ein Chihuahua. Sorry an alle, die Chihuahuas mögen. Ja, aber gesagt, nee, wir nehmen stattdessen, einen Welschkorgi. Auch eine coole Rasse, die mir relativ gut gefällt. Leider gar kein Weibchen dabei, muss ich kurz mal neu machen. Jetzt aber. Ah, jetzt gefällt mir das Design aber nicht so. Wobei, nee, das passt schon. Das hat so ein Design, was normalerweise, glaube ich, ein Ding hat. Ein Beagle. So, dieser scheue Welpe wird zu einem wahren Familienglied, wenn man ihn nur etwas Nachsicht walten lässt. Das passt jetzt ehrlich gesagt nicht so in meine Geschichte, aber ich sag mal, okay. Was ich auch an der Rasse übrigens cool finde, sind die kleinen Beine. Also es erinnert mich ein bisschen, ich bin ja so ein Katzenmensch, es erinnert mich ein bisschen an die Munchkin-Katze. Die hat ja auch kleine Beine oder kurze Beine. Wobei man sagen muss, die Munchkin, die hat leider, ich glaube, die ist sogar unter Qualzucht entstanden. Wenn mich nicht alles täuscht. Also sprich, die kann zum Beispiel nicht jagen, nicht hochspringen und so weiter. Was das Leben von der Munchkin in der Wildnis, ich sag mal ausgesprochen, schwierig macht. Ich weiß nicht, wie es bei Welschkorgi ist, aber ja, wir nehmen sie jetzt einfach mal. Also ein Scheuerwelpe, da brauchen wir ein bisschen mehr Liebe, aber das kriegen wir hin. Und ich hoffe, weil, come on, das ist ein kleiner Kugelblitz, der wird sicher schnell laufen können. Für den Disc-Wettbewerb, let's go. Möchtest du diesen Hund? Ja, möchte ich. 530 kostet der. Der neue Hund nähert sich dir zum ersten Mal. Es dauert einige Zeit, bis er sich an die neuen Umgebung gewöhnt hat. Du solltest ein wenig mit deinem Hund spielen, bevor er einen Spaziergang macht oder einen Wettbewerb. Warum jetzt er? Das war doch nicht sie? Oder der Hund jetzt? Okay, das ist jetzt interessant. Boah, wie lieb die auch die Ohren jetzt so macht. Oh, das ist ja mega süß. Na komm her, hab keine Angst. Ich habe mir schon einen Namen überlegt. Ursprünglich wollte ich Woldi nehmen, also auch wieder einen Pokémon-Namen. Habe mich aber jetzt dagegen entschieden. Ne? Diese werte Dame wird Luna heißen, wie der Mond. Also müssen wir uns erstmal ein bisschen Mühe geben, dass wir sie zutraulich machen. Ich werde natürlich auch gleich den ersten Spaziergang... Ja, die macht Gesitze, ich würde ihm die Liebsten gleich beibringen, aber geht leider nicht. Ja, brav. Und Platz macht sie auch gleich. Nehmt euch ein Beispiel, Mali und Yorkie. Gut, Yorkie nehme ich jetzt aus, der hat das relativ gut gelernt, spielt tot auch gleich direkt. Aber mit dem Mali, ja, beim letzten Mal lief das ja nicht so gut. Und ehrlicherweise, ich will heute noch einen Wettbewerb gewinnen.
Weil ich brauche noch $5.000, damit ich mir eine neue Wohnung holen kann. Die schauen wir uns dann später an, nämlich die Nordeuropa. Gut, sicher ist dir schon ein Name für dein Hündchen eingefallen. Gut, dann soll dein Hund einen Namen erhalten, indem du ihn laut aussprichst. Bello. Oh, bitte funktioniere. So. Luna. Luna. Das hat sich ja gar nicht mal so schlecht angehört. Luna. Luna. Die erschreckt sich auch immer so ein bisschen. Luna. Luna. Dreimal hat geklappt. Easy. Luna. Fertig. Luna wie der Mond. Luna scheint sich über den Namen zu freuen. Jetzt kannst du Luna an viele Orte mitnehmen. Mhm. So, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Bitte sag, ich habe mich jetzt nicht vertan. Weibchen, doch, warum? Okay, da stand wirklich Ehre wegen, wegen, weil es der Hund jetzt gemeint war. So, einmal Trockenfutter, weil ein bisschen hungrig. Jetzt ist die Schüssel übrigens auf ihrem Maximum. Also so groß, das sind jetzt 3 Portionen, nehmen wir. Das kostet natürlich Geld. Aber es passt schon, das passt schon. Würde ich sagen, wir probieren gleich mal deinen Spaziergang, gleich direkt zum Park. Ja, und dann gleich mal ein bisschen Disc-Wettbewerb trainieren. Das wird ein langer Weg, das weiß ich jetzt schon. So ein bisschen Milch noch bei Trockenfutter macht alle ein bisschen durstig. Ja, also ich bin mit meiner Auswahl jetzt schon zufrieden, bin ich ehrlich. Bei Mali war ich schon, bei Yorkie natürlich auch. Und jetzt noch so ein kleinerer Kugelblitz. Ich hoffe zumindest, dass es ein Kugelblitz wird. Gut. So, Luna, auf geht's. Oh nee, das sind 2 Hunde. Oh, das ist blöd. Bleibt das jetzt immer so oder geht das beim Reset wieder weg? Na, ah, das ist Fail. Okay, ja gut, dann machen wir vorher den Wettkampf, also Gehorsamkeitstest. Ich will das nochmal nachholen. Ich möchte schauen, ob ich es heute mit Mali schaffe, dass wir da endlich gut ankommen bei den Gehorsamkeitsdingen. Also übrigens, er ist wieder aufgestiegen mit 9,33 Punkten. Das ist das eines der besten Ergebnisse, glaube ich, die ich je hatte. Ich will kurz noch eine Sache checken, ne? Wie schaut's mit dem Wohlbefinden aus? Also Essen, Trinken ist klar, aber Sauberkeit? Wunderschön, nice. Oh, bitte, Mali, komm, mach mir den Gefallen und steig heute auf. Und zwar in die Meisterschaft. Ich würde mich so freuen. Wenn er heute wieder Stab macht, dann weiß ich echt nicht. Beim letzten Mal hat er mich ja ein bisschen getriggert, bin ich ehrlich. Da hat er gesagt, nee, auf dich höre ich nicht. Aber vielleicht klappt 9,17. Ich brauche eine perfekte Runde. Okay, wie viel ist das Minimum? 8,37. Boah, Hauptsache vom Experte auf Meisterklasse hier jetzt waren 7,70, glaube ich. Die übertreiben komplett. Spieltod. Bauch. 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 Huh. Kreis. 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 Schafft er keine 10 Sekunden. Ne, das ist zu wenig. Kreis. 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 Ja. Aber wie gesagt, es reicht nicht. 10 Sekunden habe ich nicht drin, weil ich den ja erstmal verlernt habe. Ah, warum muss Dreh dich kommen? Das ist mir so bitter. Setz dich. Setz dich. Setz dich. Setz dich. Setz dich. Setz dich. Das ist bitter. Okay, wir steigen wieder ab. Es darf irgendwie sitzen nicht kommen. Das fällt mir schon auf. Also das klappt bei ihm gar nicht. Betteln. 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 Betteln.
Betteln! Alter, warum klappt das beim Turnier nicht? Betteln! Betteln! Du Bob, du bist halt viel zu langsam gewesen. Zeit abgelaufen. Cool. Rückwärtssalto. Machst du nicht, aber egal. Stand? Stand? Okay, Hachi? 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 Er will mich so mobben, der Mali. Ich pack's nicht. Das ist abnormal mit dem. Hauptsache, Oscar wäre wieder instant aufsteigen mit neuen irgendwas und dann, gehe ich hier wieder unter. Ja gut, 4,49. Also wir sind bei weitem nicht... Also es ist sang- und klanglos, so brauchen wir nicht schön reden. Es ist ein sang- und klangloser Abstieg. Aber es ist schon belastend, wenn ich das schon wieder sehe. Aber muss ich jetzt ernsthaft Setz dich verlernen? Weil das gibt's ja nicht, dass der das nicht versteht. Verstehe ich echt nicht. Ja, es wird ein weiter Weg noch. Da hoch zur stärksten Klasse. Wie auch immer ich das hinkriegen soll. Ich probiere es jetzt echt nochmal. So, Mali, her mit dir. Da müssen wir jetzt kurz mal Klärungsbedarf schaffen. So, setz dich. Setz dich. Yorkie. Yorkie, halt den Maul und geh weg. So, setz dich. Setz dich. Das muss man nicht verstehen, oder? So, einen Versuch habe ich für heute noch. Schauen wir aber nochmal direkt aufsteigen, wenn nicht, dann fail. Oh, ey, das ist so einfach nicht lustig. Da hat das wirklich was mit den Dingen zu tun, mit den Trainingspunkten, weil es halt der schwierigste Wettbewerb ist. 8,89! Ich glaube, das... Nein, 8,09 wollen die jetzt von mir. Ich frage mich wirklich, wie das gerechnet wird. Gibt es da einen gewissen Wert und der wird zufällig ausgewählt oder was ist da? Betteln. Springen. Ich versteh's nicht. Beim Experten klappt's, aber nicht beim Meister. Spiel tot. Fall 5 Sekunden. da muss ich mir schon fast ins Fäustchen lachen. Betteln. Spiel tot. Ah, Spiel. Achso, es zählt auch, okay. Spring. Jetzt. Ich finde es immer interessant, dass beides das Spiel tot zählt, weil viele sagen, es geht nicht. Spiel tot. Joa. Bam. 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 Zweimal Spieltotkick bekommen, ey. Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Okay, Kreis. Kreis. Hachi. Okay. Rückwärtssalto. Bauch. Gib Pfote. Also das war eindeutig jetzt wieder mal eine Machtvorführung. Ich verstehe es wie gesagt nicht, warum es nur in der Expertenklasse klappt, aber in der Meisterklasse nicht. Aber das werde ich noch herausfinden, Leute. Ich werde weiter trainieren. Irgendwann schaffen wir es in die Meisterschaft, verspreche ich euch. 9-7, 9-7, 9-6. Das ist das beste Ergebnis, das ich bisher hatte. Das ist absolut godlike. Nichts, Leute, nix. Ich sag's euch. Das ist godlike gewesen. Da schreibe ich so den Titel, godlike Mali. Also so halb zumindest.
Das 10 ist das Maximum. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. 600 Euro Preisgeld, das passt. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz spazieren mit unserem neuen Hund. Also nochmal kurz ein bisschen trainieren und dann, ja. Ist der heutige Part eh schon lang genug? Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, also dass der Hund jetzt weg ist, die anderen beiden, ne? Schauen wir mal. Nee, sind sie nicht. Ja gut, dann machen wir kurz was anderes. Trick 17. Also das hier ist Trick 17. Weil damit sollte sich das jetzt wirklich aktualisieren. Das Lustige ist, jetzt aufgepasst, jetzt steht hier, er war ziemlich anstrengend. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich Spiel. So, Luna, bitte sag, da ist jetzt niemand. Ja gut, okay, dann laufen wir trotzdem hin und haben halt ein Hindernis. Sollen wir rechts an? Die ist so lieb, schau dich das an. Ich sag euch, also, den Kleinen da, man muss sich nicht immer auf die Größe verlassen. Der, ich wette, ein Chihuahua hätte es auch gebracht. Der flitzt da wahrscheinlich davon mit einem Speed, den du nie einholen wirst. Gut, ein Hund davonlaufen ist sowieso ein bisschen schwierig. Also von mir natürlich, weil ich bin allgemein langsam. War ich schon immer beim Laufen. Und wenn das gerade eine Sitzposition war, dann lol. Schaut euch das an. Oh, ich freue mich jetzt schon auf den Wettbewerb. Ich hoffe mal, dass es keine falsche Entscheidung war. Aber eigentlich bin ich davon überzeugt. Ein Welsh-Corgi ist einfach cool. Let's go. So, Esther und Camiro hätten wir hier. Stimmt, Accessoire könnte ich mal kaufen. Hier, gestreifte Schleife. So. Nein, nicht der... Ja, gut. Komm, gehen alle weg hier. Haben alle... Nee, Corgi... Luna mag das? Luna mag den? Das ist ja unglaublich. So, gelbe Disc. Wo ist sie? Hier ist sie. Boah, das wird lange dauern. Das wird lange dauern. Mit Luna. Was soll der Scheiß? Oh. So, hier. Scheibe, lauf. Lauf und fang. Hm. Klappt noch nicht so ganz, wie ich will. Ey! Wie? Vor allem der Camiro, der ist immer so robust. Das ist mir schon bei anderen Sachen aufgefallen mittlerweile. Ja, es ist so drei kleine, es ist schon nett. Schnapp sie dir doch. Ey, ach, nee, das geht nicht. Das geht nicht mit zwei Hunden. Sorry, aber das klappt einfach nicht. Da musst du wirklich alleine im Park sein. Damit du eben deine Ruhe hast. Nee, ich hab mich übrigens extra informiert noch. Man kann jeden Wettbewerb mit jedem Hund erreichen. Nur bei manchen dauert es halt länger, bei manchen nicht so lange. Ich gehe mal davon aus, bei einem Welsh Corgi wird es länger dauern. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Denn bei Mali dauert es ja auch relativ lange, bis wir endlich mal in die Meisterschaft aufsteigen. Und ich befürchte, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt endlich mal. Also, allein in die Meisterschaft kommen, wäre schon absoluter Erfolg. Bin ich jetzt ehrlich, Leute. Eine größere Ehre kann mir fast gar nicht zuteil werden. Ne? Gut. Wie der Hund läuft auch. Also, teilweise denke ich mir, das ist verbuggt, aber... Gut, dann machen wir noch mit dem Geld, was wir jetzt gerade haben, noch eine Kleinigkeit. Wie gesagt, Nordeuropa möchte ich mir kaufen. Wir haben übrigens mit den 10.000 Punkten den Desktop freigeschaltet. Das ist das hier. 20.000. Das ist so ein Spieltisch als Wohnung. Schaut lustig aus, oder? Ja, aber ich meine, die mag ich nicht so. Nordeuropa fühle ich. Schau euch das an.
Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich einen Schwedentick habe. Da merkt man das sofort mit Nordeuropa. Also, die Wohnung allein ist nicht der Grund, aber... Mir fällt es immer auf, dass so skandinavische oder nordeuropäische Sachen gefallen mir immer ganz gut. So, das bedeutet, vom Geld her sind wir jetzt, ja, leider blank. 3,43. Das ist, gelinde gesagt, nichts mehr. Jo. Gut, aber ich sage, der Part ist heute lang genug. Also, mit Luna haben wir unseren dritten Welpen. Und, ja, ich werde mir Mühe geben, dass wir da ganz gut trainieren werden. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.